Hallo, mein Name ist Angela Modio und ich bin die Organistin von St. Gabriel. Das ist meine Orgel. Sie wurde vor 30 Jahren gebaut von der Firma Rieger. Sie hat zwei Manuale oder Klaviaturen. Das ist das erste Manual und das kann man auch Hauptwerk nennen. Das ist das zweite Manual und jedes Manual hat mehrere Register. Das sind eigentlich die Register. Man könnte sagen, dass sie verschiedene Farben der Orgel sind. Zum Beispiel, ich nehme Prinzipal, das ist eine runde und kräftige Stimme. Es klingt so. Ich kann auch eine sanftere Stimme nehmen. Ich nehme zum Beispiel die Flöte. Natürlich habe ich auch Zungen zur Verfügung. Das wäre zum Beispiel die Trompete. Und dasselbe gilt natürlich auch für das zweite Manual. Die klangliche Krönung der Orgel ist aber die Mixtur, diese Register. Das können wir aber nicht allein nehmen. Es funktioniert so. Ich nehme zum Beispiel C mit Prinzipal, klingt so. Mit nächsten Register klingt eine Oktave höher derselbe Ton. Und noch eine Oktave höher. Und so weiter. Das heißt, ich nehme alle diese Register zusammen und so kann ich in Organo Pleno spielen. Und es klingt so.